Hallo, hier ist nochmal Alexander Gottwald von der Reiki-Freundschaft, die Online-Reiki-Schule. Ich freue mich, dass du es bis hier unten geschafft hast. War ja ein langer Weg, ein großes, umfangreiches Angebot. Ich hoffe, es entspricht deinen Wünschen. Ich möchte an der Stelle einfach nochmal was von der Reiki-Freundschaft erzählen, wovon ja auch nicht so oft öffentlich gesprochen wird. Und das ist die Qualität der Einweihungsschlüssel. Die Einweihungsschlüssel sind ja sowohl vom Begriff her als auch von der Technik her etwas, was ich im Jahre 2004 entwickelt habe und was seitdem sich beständig weiterentwickelt. Ich hatte bisher die Bitte aus der geistigen Welt, nicht so viel oder eigentlich gar nicht über die Herkunft, den Ursprung der Einweihungsschlüssel zu sprechen, darf das aber jetzt tun. Deswegen möchte ich einfach mal ein paar Worte dazu sagen. Die Einweihungsschlüssel sind entstanden in Zusammenarbeit mit Usui-Sensei, der also ja der Begründer des bekannten Usui-Reiki ist und in Zusammenarbeit mit Metatron, mit dem ich ja schon seit vielen Jahren in einer sehr intensiven Verbindung stehe. Und Sinn und Zweck der Einweihungsschlüssel ist, den Einweihungsprozess in einer Weise zu vertiefen, wie es eben Usui-Sensei früher mit dem Reiju gemacht hat. Das heißt also, es wird immer wieder eine neue Aktivierung gegeben, mit jedem Mal, wo du deinen Einweihungsschlüssel abrufst. Das gilt natürlich auch schon für das Tachyon 2011, was du jetzt hier gerade geschenkt bekommen hast, wenn du dich da oben eingetragen hast. Das heißt, du kannst diesen Prozess immer weiter vertiefen. Und zugleich, und das ist einfach die Qualität, die durch Metatron hier mit reingekommen ist, zugleich haben die Einweihungsschlüssel eine Qualität von Reinigung und dich auf das Wesentliche bringen und dich auf den Aufstieg auch vorbereiten. Dich also in gewisser Weise einfach mit jedem Abruf auch reinigen und zugleich auch mit deinen Identifikationen, mit dem ganzen Energiesystem, mit dem, dass du glaubst, du wärst eine getrennte Wesenheit, ein Mensch, der in diesem Körper wohnt und der eine Einweihung braucht, um einen bestimmten Zustand zu erreichen. Mit all diesen Überzeugungen, die ja Realitäten erschaffen, reinigt jeder Durchlauf, in dem du den Einweihungsschlüssel abrufst. So, das ist das eine. Wozu ich auch noch etwas sagen möchte, ist, dass also die Einweihungsschlüssel tatsächlich ja ein exklusiv von mir 2004 entwickelter Prozess sind. Und auch wenn es immer wieder Leute gibt, die behaupten, sie würden Schlüsseleinweihungen oder manche klauen auch einfach ganz stumpf den Begriff, den von mir geprägten, den Begriff Einweihungsschlüssel. Niemand von diesen Personen ist von mir unterrichtet worden, niemand von denen ist autorisiert worden. Und das heißt auch, niemand hat diese Art von geistigem Prozess in den Einweihungen. Ja, ich sage damit nicht, dass die Einweihungen schlecht sind oder verkehrt sind. Ich sage nur, sie benutzen einen Begriff, den sie nicht geprägt haben, und es ist einfach eine Sache,
die durch mich in Zusammenarbeit mit Usui Sensei und Metatron entstanden ist. Jetzt möchte ich noch mal kurz auf die Seelenanteilrückholung kommen, die du geschenkt bekommst, wenn du jetzt Mitglied wirst. Seelenanteilrückholung ist etwas, was aus dem schamanischen Bereich kommt. Das heißt also, das ist etwas, was seit tausenden von Jahren praktiziert wird, wenn Menschen Probleme haben, wenn Menschen Schwierigkeiten haben, sei es gesundheitlich, sei es in Beziehungen, sei es im Beruf, mit ihrer Lebenskraft. Und es geht also darum, dass gezielt Anteile deiner Seele, Anteile deines Wesens, die in früheren Inkarnationen oder anderen Dimensionen verloren gegangen sind, dass die zu dir zurückgeholt werden. Ja? In dem Prozess, den ich entwickelt habe, werden alle Seelenanteile, die jemals verloren gegangen sind, in einem Durchgang zu dir zurückgerufen. Die Integration dauert einige Tage und dann steht dir einfach dein gesamtes Potenzial und auch dein gesamtes energetisches Potenzial zur Verfügung. Seelenanteile können verloren gehen durch traumatische Erlebnisse, durch Schockerfahrungen, durch Todesarten, über die ich an der Stelle jetzt gar nicht sprechen möchte. Ich möchte es nicht unappetitlich machen. Aber es gab und gibt Arten der Tötung und der Hinrichtung, die zum Beispiel Abspaltungen von Seelenanteilen zur Folge haben. Und all diese Anteile können wir mit der Seelenanteilrückholung befreien und zurückrufen und somit dann in dein Energiesystem wieder integrieren, sodass sie dir zur Verfügung stehen. Zum Cleaning Clearing Coaching möchte ich an der Stelle einfach sagen, dass ich vor einigen Jahren, das war 2007, zum ersten Mal von Ho'oponopono und von Dr. Hu Len gehört hatte, der auf Hawaii ja dieses Gefängnis voller geisteskranker Krimineller geheilt hat und der diesen Prozess ja auch dann weltweit unterrichtet hat. 2008 waren Angelina Pauhana und ich bei Dr. Hu Len und haben diesen Prozess bei ihm und von ihm direkt gelernt und wenden den seitdem täglich in unserem Leben an. Und aus diesem Prozess heraus sind viele Dienste entstanden, die Reinigung anbieten. Und wir selber haben mehrfach schon Angebote genutzt, die von Ho'oponopono Praktizierenden, die also nach Dr. Len ausgebildet wurden, nach Morna, was ja seine Lehrerin war. Und wir haben also solche Angebote auf Hawaii genutzt und haben damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Und seit Ende 2009, Anfang 2010 bieten wir selbst eben im Cleaning Clearing Coaching einen eigenen Ansatz der Reinigung an. Wobei eben das Reinigen wirklich etwas ist, was weit über das hinausgeht, was eben sonst in Coachings, in Beratungen, in Therapie, in auch in Clearings und so weiter gemacht wird. Denn hier arbeiten wir wirklich direkt mit den Memories, mit den Erinnerungen, die zu Problemen führen. Das heißt, wir gehen nicht da rein und sagen, ja, mach doch mal dies und mach doch mal das, ja, sondern wir gehen direkt an den Kern der Dinge und reinigen damit. So, das alles und all die anderen Geschenke, die du hier gesehen hast, die Vergünstigung auf die Teilnahme am Aufstiegsintegrationsprozess
Und all das bekommst du zu dieser für jetzt wenige Tage ermäßigten Aufnahmegebühr von nur 378 Euro. Ich freue mich, wenn ich dich im Mitgliederbereich sehe und wir dann auch persönlich miteinander arbeiten können. Und wünsche dir ja, viel Freude hier noch auf der Seite. Alles ist Liebe.